Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu 5 Minuten Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung. In diesem Video geht es um Beziehungen, es geht darum, wie sich Paare traumatisieren. Besser gesagt, es geht um die schlimmste Traumatisierung in der Beziehung und es geht um den Kinderwunsch. Dazu erzähle ich dir erstmal eine Geschichte. Vor einigen Jahren, ungefähr so vor 3 Jahren, habe ich beschlossen, mit meiner Frau ein Kind zu machen. Also wir haben gesagt, okay, es ist soweit, wir wollen jetzt auch heiraten und alles so bei uns war so traumhaft, so ja, so zack, wir waren zusammen, dann Hochzeit und so weiter. Und dann war das aber so, wir haben das einfach nicht hinbekommen. Wir haben so gedacht, ja, okay, man schläft miteinander, dann entsteht ein Kind und alles ist schön und dann sind wir eine Familie. Aber dann war das halt so, es hat einfach nicht funktioniert. Und wir waren halt am Anfang total verunsichert, weil wir ja gedacht haben, ja, irgendwas stimmt eben nicht. Und man hört ja so oft so, ja, jemand ist unfruchtbar zum Beispiel. Und da kommt halt immer die Angst ins Spiel. Du denkst dir dann so, okay, habe ich jetzt als Mann irgendwie nicht so funktionierende Spermien, oder da hört man ja so, die sind da nicht so aktiv, oder bin ich als Frau unfruchtbar? Und da kommen halt die ganzen Ängste hoch. Und bei uns war das halt so, wir haben uns da nicht reingesteigert. Wir haben uns zwar informiert, wir sind so in eine Klinik gegangen und dann wurde uns dort Angst gemacht, so ja, Katharina ist wahrscheinlich, also meine Frau, die ist wahrscheinlich nicht ja, fruchtbar und die wird wahrscheinlich keine Kinder kriegen, da muss man sich wahrscheinlich operieren und so. Und ich habe mir so gedacht, so nee, ich habe auch zu meiner Frau gesagt, so nee, wir lassen uns nicht verrückt machen, probieren das einfach. Und dann haben wir einfach probiert, wir haben uns nicht reingesteigert und das war so schön bei uns, also wir haben da wirklich so Glück gehabt, sagen wir mal so. Wir haben geheiratet, wir sind in Flitterwochen und dann haben wir in den Flitterwochen dann die Nicole, unsere Tochter, gemacht und das war einfach super und man war wie geheilt, weil es ist halt einfach so, du kriegst so eine Diagnose, stell dir vor, du bist eine Frau und man sagt dir, du bist unfruchtbar und dann kriegst du ein Kind, das ist so befreiend, das war so schön für uns. Und was ich heute halt ansprechen möchte, ist so ein psychologischer Effekt, die sich Paare traumatisieren, die schieben sich nämlich immer die Schuld. Und bei dieser Sache ist halt sehr gefährlich für die Beziehung, weil, guck mal, wenn du zum Beispiel denkst, dass du unfruchtbar bist, das ist somit eine der größten Ängste, dann fühlst du dich so schlecht und so falsch, dass du dann, wenn du, sagen wir mal, relativ primitiv kommunizierst, das auf deinen Partner projizierst. Und es gibt sogar wirklich bei Männern, also habe ich das oft gesehen, die werden dann sogar wütend. Die sagen dann so, was soll ich mich testen lassen? Mit mir passt alles. Du bist wahrscheinlich unfruchtbar. Also da geht wirklich manchmal so richtig die Post ab. Und ich rate dir wirklich, mach das nicht. Ich weiß, der Effekt ist im Gehirn. Wenn es uns schlecht geht, wir wollen immer auf den Partner alles projizieren. Wir wollen um Hilfe bitten. Wir wollen ihm die Schuld schieben und so weiter, wenn wir noch nicht so bewusst sind. Aber ich rate dir wirklich, werde menschlich, werde bewusst, halte mit deinem Partner zusammen, geh durch diese schwere Zeit durch, weil die wird euch wirklich zusammenschweißen und die wird wirklich alles aufs nächste Level bringen. Und selbst wenn ihr keine Kinder kriegen könnt am Ende, ja, ihr könnt ein Kind adoptieren, da tut auch was Gutes, ja, weil es gibt Kinder, die haben überhaupt niemanden. Ihr könnt Lösungen finden und ihr könnt zusammenwachsen und es liegt nicht am, ich krieg kein Kind, oh Gott, die Welt geht unter, weil bei den meisten Menschen kommt es zu krassen Streitereien. Ich habe auch gesehen, wie Leute sich scheiden lassen haben, wie dann die Frauen verlassen wurden, weil sie zum Beispiel unfruchtbar waren, aber auch Männer. Und man hat sich dann am Ende traumatisiert. Ja, man ist einfach dann aus der Beziehung gegangen, hat gesagt, ja, wegen dir, du warst halt nicht gut genug. Und das ist halt für einen Menschen etwas sehr, sehr Schreckliches. Und deswegen wirklich, ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Ich hoffe, dass bei euch alles klappt. Falls du das Video anguckst und vielleicht Probleme hast im Moment, steigere dich nicht rein. Ich habe auch 3 Monate gebraucht. Das klingt jetzt für manche nicht nach viel, wenn du zum Beispiel schon 8 Monate brauchst. Aber glaub mir, für mich waren 3 Monate auch krass, weil das war mein erstes Kind und ich dachte mir so, ja, hä, warum klappt das bei uns nicht? Ja? Ich wünsche euch alles Gute. Denkt immer so, konzentriert euch auf euch, auf eure Familie, auf die Liebe und nicht auf irgendwelche Ängste und gibt euch keine Schuld.